Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Rayman. Es ist mal wieder soweit. Rayman 2, das ich eine Zeit lang gepausiert habe, geht mal wieder weiter. Da ich mit dem anderen Projekt mit Croc nicht weiterkommen möchte, beziehungsweise noch nicht weiterkomme und erstmal pausiere, habe ich mir überlegt, dass ich endlich mal Rayman starte. Und schon allein, weil Rayman ja quasi schon sein, ich glaube, 20. Jubiläum feiert. Und da habe ich Rayman auch irgendwie in ein Projekt reingeplant. Ich wusste noch nicht, wann ich es anstellen kann, anzufangen. So, heute kommt der perfekte Tag dazu und wir können auch weiter starten. Die letzten Teile sind auch ein bisschen kürzer und die könnt ihr euch noch ansehen. Ich werde auf jeden Fall einen Link zu der Playlist verlinken in der Beschreibung. Dann könnt ihr alles nochmal ansehen, falls ihr die anderen Folgen nicht gesehen habt von damals. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Neuzugang seid und ihr wusstet noch nicht, dass ich Rayman gespielt habe, in der Beschreibung einfach mal schauen. Ja, zu dem einen werde ich jetzt auch hier weitermachen und diesmal wird es auch ein bisschen länger gehen als die anderen Folgen, weil damals hatte ich halt eine ganz andere Möglichkeit nur und das hat sich ja natürlich geändert in den Zeiten. Ja, und da können wir wahrscheinlich auch die Level besser packen. Also starte ich doch gleich mal in das Abenteuer. Falls es jetzt so ein bisschen am Rauschen ist, beziehungsweise nicht ganz so am Rauschen ist, es kann sein, liegt daran, dass der mein Mikro jetzt einfach wie soll man sagen, es ist lauter geworden und ich musste halt ein paar Umstellungen setzen wieder. Ich weiß auch nicht, jedes Mal ändert der das, ich weiß auch nicht, das kann... Uah! Was denn wie, Verb? Hat der mir jetzt irgendwie was gegeben? Yo! Ha! Cool! Das habe ich auch gar nicht gewusst. Aber hey, er füllt Leben auf. Das finde ich gut. So nutzlos, wie dieser Krebs hier aussieht, ist er gar nicht. Ah, finde ich top. Wie, nicht mehr? Hast du nicht mehr zum Bieten hier? Na gut. Haben wir irgendwas hier versteckt? Nope. Na gut, dann geht es natürlich wieder weiter. Zu unserem... Rivalen könnte man sagen. Aber zunächst müssen wir erstmal hier schön unter Wasser laufen. Natürlich, ich wollte laufen sagen. Klar, unter Wasser kann man natürlich laufen, vor allen Dingen ohne Taucheranzug. Gibt es noch mehr Lumps? Hier ist noch... Aha. Hier sind die ganzen Lumps. Wir sollten ja eigentlich ganz viele Lumps sammeln. Und jetzt muss ich ganz schnell auftauchen, sonst bin ich erledigt. Schneller! Schneller, Rayman! Komm, 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 komm! Tu mir den Gefallen! Puh. Warum ich, wie gesagt, dieses Projekt hier weitersetze, hat einfach, wie gesagt, den Grund, ich... Wow! Hat einfach den Grund, dass ich... bei dem ersten Einspiel nicht ganz so weiterkommen, wie ich wollte. Und hat auch noch einen zweiten Grund, und zwar, weil Rayman 2 gab es auch auf der Sega-Konsole damals. Also, zu dem einen war Ubisoft wohl auch mit Rayman gut vertraut. Also, ja, wie soll man sagen, war auch mit Sega gut vertraut in der Konsole. Die haben also ein gutes Gefühl dabei gehabt, es auf den anderen Konsolen noch rauszubringen. Ich selber spiele es hier, wie gesagt, von der PlayStation-Version, was natürlich wieder was anderes ist, aber soll ja nichts heißen. Ne? Also... Ach, was machst du denn hier? Ach. Oh, puh. Wenigstens müssen wir das Ganze nicht von vorne beginnen. Die Lurks! Ah. Okay. Dass der Weg so schwierig war, kann ich mich jetzt nicht entsinnen, aber okay. Vielleicht habe ich mich hier auch nur ein bisschen dusselig angestellt. Knabbern. Ich möchte nicht geknabbert werden. So, jetzt müssen wir natürlich wieder zurück. Wow! Der kommt aber nah dran. Wow! Ich wollte mal sagen, ein bisschen zu nah. Ja, ja. Dreidimensionale Spiele und die Kamera ist auch nicht immer perfekt gewesen.
Obwohl sie hier besser ist als wie bei Croc, muss ich zugeben. Hier lässt sich die Kamera wenigstens teilweise steuern. Oh weh. Na schön, mein Freund. Sehen wir uns also wieder. Aber ich muss mal eben kurz schauen, wie ich von der Seite das mache. So schieße ich. Das ist die Kamera. Okay. Wow, wow, wow. Ja, ja, ist gut. Ich bin mit der Steuerung nicht vertraut. Wie schieße ich denn jetzt wieder? Oder habe ich keine Lums mehr zum Schießen oder was? Wie kann ich das denn jetzt nachgucken? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt mit diesen komischen Dingern schießen soll. Ach so. Ja, okay. Ach so, okay. Ja, nee, komm. Ich bin mit dieser Steuerung echt nicht vertraut. Ach, ich muss erstmal wieder klarkommen mit der Steuerung. Oh Mann, ey, das ist ein Let's Play. Also, hiermit kann ich mich so nach der Seite bewegen. Womit schieße ich denn? Aha. Okay, ja, okay. Ich versuch's jetzt mal. Na, also, geht doch. Wow. Auch wenn er nicht immer schießt. Also, ich meine Rayman. Wow. Vielleicht muss ich ein bisschen warten, bis ich den angreifen kann. Also, ich habe bis jetzt nichts Falsches gemacht. Nacht. Der schießt nicht immer. Ja, genau. Schieß doch mal, Rayman. Ja, nee, nicht dahin. Und schießen! Vielleicht kann ich bei dem Boss hier gar nicht richtig schießen. Wo schießt du? Na, ziel doch mal richtig. Na, so nicht zielen. Ich kann nicht jedes Mal schießen. Das geht einfach anscheinend nicht immer. Ich weiß nicht, ob der erstmal laden muss oder sowas. Aber wenn ich hier drücke, dann drücke ich. Ich drücke hier die ganze Zeit. Das merkt man hier gar nicht an, aber okay. Nicht so, dass ich hier warten will? Na los. Okay, was soll ich jetzt machen? Auf das Schiff oder so? Ja, komm, häng dich doch mal dran, ey. Nö. Keine Ahnung, wo muss ich denn jetzt hin? Ach komm! Manchmal mag ich die Kameras in den Spielen nicht, weil sie nämlich nicht so sein wollen wie... Ja, habe ich schon gedrückt. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ach so, der Schalter war für dieses... Ja, könnte mir doch mal einer sagen, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Sag mir nicht, es gibt keinen Weg zurück. Na super! Oder kann ich das hier machen? Oh, hier ist ein Lump. Mm. Es sind noch mehr Lumps. Na schön, geht ja doch. Jetzt muss nur noch die Kamera richtig sein und dann... Wo ziehst du denn? Ey. Muss ich schnell sein.
Warte! Ach komm, ich... Warte! Nein! Na schön! Kann ich immer drücken, ey. Das liegt... Keine Ahnung, woran das liegt. Da muss ich ihn halt so bekämpfen. Wow! Keine Ahnung, vielleicht geht das hier nicht, wenn ich mehrere Knöpfe auf einmal drücke. Ich habe keine Ahnung. Bin kein PlayStation-Experte. Wie mache ich denn die Tür auf mir? Türchen! Na schön! Habe ich irgendwas übersehen? Auf jeden Fall komme ich nicht mehr zurück. Moment mal. Der kann auf den Bäumen klettern. Das ist schon mal ganz gut. Nützt das Ganze auch was? Aha! Haha! Ja, es nützt auf jeden Fall. Wo bin ich denn jetzt? Oh oh, irgendwas sagt mir, hier kommt ein Bossfight. Ich hab Angst, ich hab Angst. Oder ist irgendwas anderes? Hä? Ach, komm schon. Vier Schalter muss ich öffnen? Oh, ich sehe sie. Wie wär's, wenn ich mal kurz auf... Ich will auftauchen kurz! Oh Mann! Na schön! Rein ins Getümmel, ins Wasser! Wenigstens gibt er ein bisschen Kraft. Ich glaube, sonst wäre das auch ganz und gar nicht machbar. Ja. Wie wär's mit ein bisschen mehr Energie hier? Das reicht schon nicht aus.
Wie bitte? Bitte Energie! Oh Mann! Ja nee, komm, das ist doch voll gemein hier. Wie weit ist denn die Scheiße? Ah, komm, komm, nein! Das packe ich nicht. Das packe ich jetzt nicht. Oder? Nee, wie tief geht's denn noch hier? Das ist doch unfair. Ertrunken, oder? Nö. Aber gleich. Komm, bitte lass das das Ende jetzt sein. Ich glaube, sonst bin ich ertrunken. Das war ja haarscharf. Oh, Glück! Wir haben wieder volle Energie. Und ich krieg nicht alle Lums hier. Diese blauen Lums kriege ich nicht alle. Was soll ich jetzt machen? Oh nein. Ich befürchte Ungutes. Was ist das? Wer bist du, dass du die Ruhe dieses Ortes störst? Ich bin Rayman. Rayman? Kenne ich nicht. Was willst du? Wer kennt denn keinen Rayman? Das ist unsere letzte Chance, die Piraten zu vertreiben. Wer sagt mir, dass du nicht einfach ein Dieb bist? Nur dein Mut und deine Stärke können mich überzeugen. What? Mach dich bereit zum Kampf. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich bin nicht so gut in Bossfight-Kämpfe. Von allein, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier machen muss. Ja, nee, komm! Nein! Sag mal, wie unfair ist dieser verdammte Kampf? Ich habe ja kaum noch Energie. Ja, nee, komm. Ach ja, nee. Was ist das denn hier? Ich mag das schon nicht mehr. Wieso? Ach nee, komm schon. Ich mag Bossfight-Kämpfe einfach nicht. Das ist einfach ätzend. Warum hältst du nicht denn nicht da dran, Mann? Wieso? Ja, nee, komm, ich bleib hier gleich verloren, wenn das so weitergeht. Und dann muss ich doch mit den Delfinen nochmal... Ach, nee. Das ist ätzend. Komm schon. Wieso? Was muss ich denn da hinten machen? Ich war doch schon hinten, oder nicht? Ja, nee, ich hab gleich hier verloren. Anhängt tut er sich auch nicht immer. Mann!
Wie wär's, wenn er mal einmal richtig zielen würde? Und ich meine nicht den... Ja, nee, das ist doch voll... Ah! Nee, ich war noch nicht ganz... Ja, nee, komm, das ist doch voll unfair. Komm schon. Also ich versuch's jetzt noch so lange, bis ich tot bin, wenn das so weitergeht. Und ich glaube, das ist gleich schon. Ach, nee, komm. Na, häng mich doch überall dran, bitte. Na. Wo muss ich jetzt hin? Wenn er mal einmal richtig fliegen würde. Warum hängst du dich denn nicht da dran, Mann? Dieses Spiel ist ätzend. Zumindest hier jetzt die... Ja, nee, komm. Wenigstens muss ich jetzt nicht ganz von vorne anfangen. Ich glaube, das nächste Mal sehen wir uns auch bei dem Bossfight-Kampf hier wieder. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal bei Rayman. Bis dahin, ciao!